Was geht ab, YouTube? Wir gucken uns Rap La Rue Folge 6 an. Es gibt nur noch 4 Folgen, noch 2 Wochen läuft Rap La Rue zweite Runde und dann kommt auch direkt die dritte Runde. Ich küsse eure Herzen, wir gehen rein natürlich. Hier. Als Jury beschlossen, Omerta nachzunominieren. Nicht mehr. Bei mir steht die Entscheidung mehr klar fest. Aber was war jetzt mit seinem Gesang, seine Hook, ja, seine das Bridge? Das war hart. Jawoll, Purple, Digga. Ach, so ein geiles Intro, Walla. Wieso nur drei, erklär ich dann. In dieser Folge heute sind 5 dabei. Ich muss mich da ganz klar für Lazay einsetzen und positionieren. Die sind vom Stil her sehr ähnlich. Ja. So, deswegen verstehe ich, dass dir das das schwerfällt. Aber ich muss einfach sagen, Lazay hat mit Flows geglänzt, so zum Teil, die ich noch nicht mal irgendwo gehört habe. Und das ist halt einfach der direkte. Es geht jetzt um letzte Folge. Es war das Stechen zwischen Omerta und Lazay. Vergleich, weißt du, das, was halt Omerta macht, das habe ich schon mal gehört. Aber lyrisch war ein Omerta stärker, weil wenn er reimt, zum Beispiel, er hat einen Vierzeiler gehabt. Ich glaube, es war die ersten 4 im zweiten Part. Mit Geiselnahme, okay, aber Bruder, warte mal, warte, Bruder. Was war mit Seifenblase und so. Aber was war jetzt mit seinem Gesang, seine Hook, seine Bridge? Das war hart. Die Jokers kommen, es gibt noch 5 Stück. Alles entspannt. Bruder, ja, das Bruder, da war nix, Bruder. Da war nix. Weißt du, wir sind jetzt schon, Bruder, wir sind bei zweiter Runde. Der ist durchgekommen, erste Mal hab ich genauso geredet. Ich versuche halt nur, wirklich die Punkte aufzuzählen, was die gut gemacht haben, und die Punkte aufzuzählen, was die schlecht gemacht haben. Wir müssen uns im Endeffekt einigen auf 2 100%, guck mal, es soll auch nicht so rüberkommen, ne? Ich gönn den Jungs das allen. Pass auf jetzt, Chef. Aber ich sag mal, beim ersten Mal war das genau meine Kritik. Ja, das hat man schon mal gehört. Und jetzt beim zweiten Mal genau dieselbe Kritik durchzulassen, so, Bro. Omerta ist der bessere Lyriker, 100%, so, aber ich bin selber Techniker und Lyriker und so ein Shit, so, aber ich stehe nicht darauf, wenn deswegen dann der Vibe verloren geht, weißt du? Guck mal, ich sag sogar, was in deinem Kopf ist. Weißt du, warum du Lazay besser findest? Weil das Zusammenbringen von seinem Beat, der Atmosphäre und auch der grundsoliden Lyrik einfach bei dir überwiegt auf der Waage. Ja, aber Lazay, er könnte für mich auch nur Haus-Maus-Reime machen. So, er, weißt du, was ich meine? Aber der Vibe hat einfach überzeugt. Und ich würde mich immer für Vibe entscheiden als Technik, weißt du, was ich meine? Deswegen für mich, Leute, für mich ist Nuhat weiter, brauchen wir nicht drüber reden. Und Lazay. Bei mir steht die Entscheidung klar fest, muss ich sagen. Für mich haben diese Runde Nuhat und Lazay. Also alle waren für Lazay, ich war für Omerta. No front an Lazay, ich fand einfach meine Meinung, Omerta war besser, Lazay und Nuhat, viel Spaß, Bruder. Ball Chance. Die Runde gemacht. Es ist halt haarscharf manchmal und dann einigen wir uns einfach dazu. Ja, jeder hat andere Meinung, Jellies. Haarscharf manchmal und dann einigen wir uns. Drauf, Nuhat, Lazay, willkommen in der nächsten Runde. Aber wir haben ja noch 5 Joker, ich will euch wiedersehen, ja? Bruder, wer liegt da in Ecke, alle? Eminem, ja? Ich hatte auch mal einen auf zuvor. Ey, Wachoya. Hallo. Was los, tote Jungs, mein Bruder, ja? Ich bin Platin-Penner, mein Leben. Er hat ehrlich geschlafen, gell? Das ist unglaublich. Ey, drehen wir. Ja, wir drehen, Cousin. Aber es ist deine Folge, Eamon, du musst aufstehen. Oh ja, tun Sie. Ich bin der Eamon. Ja, wo sind die Fragen, Jungs? Ich hab mir gerade das Schlaf geweckt. Es war ein harter Tag, Bruder. Muss gucken, wo man bleibt. Schlaf einholen und so. Ja, Bruder, du bist doch stramm, Alter. Warum schläfst du? Ich? Ja. Ein Platin-Penner, Bruder.
Ich war auf alles, konnte nicht mehr. Die haben mich geweckt. Ey, warum machst du das so dramatisch? Amen, amen, amen. Auf den bin ich ja schon eingegangen. Das war eine ganz witzige Story, Adredis. Wir hatten so Hot Chip, Hot Chilis. Und der Amen hat gesagt, hat sich auf die Brust geschlagen und hat gesagt, yeah, ich esse, ich bin Tunzi, ich esse. Wir haben ihm eine gegeben. Nach 2 Minuten, der konnte Lateinisch fließend. Er hat seinen Namen vergessen. Er hat gekotzt, er ist 2-mal ohnmächtig geworden. Das war ehrlich krass. Das ist auch, was lernen wir da draus? Was die Moral der Geschichte? Ich hab gefurzt. Oh, 3-mal, ja, 4-mal, ja. Was die Moral der Geschichte? Überschätzt euch nicht, Adrellis. Okay, der nächste Kandidat. Mein charismatischer Bruder AAJ. Let's go. Auf geht's, erster Kandidat, AAJ. Bruder, jetzt 70% an einem Sub. Walle, Alhamdulillah, Allah is the greatest. Hab mich verloren auf der Jagd. Thank you very much, guys. Meine Seele schiebt um den Beton. Um 206 und mehr als Gott. Mon cœur brisé pour de l'argent. Hab mich verloren auf der Jagd. Meine Seele schiebt um den Beton. Von 206 und mehr als Gott. Mon cœur brisé pour de l'argent. Schnell verliebt in der. Ihr sagt immer ehrlich, Chat. Ihr sagt immer ehrlich. Es kann auch sein, dass ihr manchmal an anderen Tagen andere Meinungen habt als wir. Was ja nicht schlimm ist. Ihr sagt immer ehrlich. Schnelle Geld, nicht vor Polizei, wenn er Kelle hält. Meine schlägt für das Mahalle. Häng auf Leibeyo und Anate. Vergiss auf die Müssen, doch den Hummer meine Sorgen. Mein Herz Geiziner, bin Feuerin in Allisch gestorben. Bin in Trance mit dem Massade. Hab mich verloren auf der Jagd. Meine Seele schiebt um den Beton. Um 206 und mehr als Gott. Mon cœur brisé pour de l'argent. Hab mich verloren auf der Jagd. Meine Seele schiebt um den Beton. Von 206 und mehr als Gott. Mon cœur brisé pour de l'argent. Hab mich verloren auf der Jagd. Meine Seele schiebt um den Beton. Von 206 und mehr als Gott. Mon cœur brisé pour de l'argent. Wofür das L'argent zum Bandit? Troja, weil mich der Basan zieht. Geh aufs ganze Hart, mach Trafik. Von 4-6 bis nach Maastricht. Ruina Marokki, bin in der Homa bis zur Aurora. Homa Boys, Mon La Famille, von der Waage Besona zu Rolex Daytona. Sitz im Appartement, Fluss im Pantalon, damals war's mir viel wert. Sünde, süß wie Macaron, riecht nach Saint Laurent, jemand ich hör die nie mehr. Hab mich verloren auf der Jagd, meine Seele schiebt um den Beton. Um 206 und mehr als Gott, mon cœur brisé pour de l'argent. Hab mich verloren auf der Jagd, meine Seele schiebt um den Beton. Von 206 und mehr als Gott, mon cœur brisé pour de l'argent. Hab mich verloren auf der Jagd, meine Seele schiebt um den Beton. Von 206 und mehr als Gott, mon cœur brisé pour de l'argent. Geil, ich kenne den Stil, das machen die oft bei uns in Nordafrika. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Landsmann der Bruder ist, Marokkaner, und dann hört man es. Also wir lieben auch viel Autotune da unten und so, und die Algerier haben das Ding auch, das kann man schon fast sagen, revolutioniert, Alter. Aber für meinen Geschmack war es jetzt ein bisschen zu viel Autotune. Ich kenne den Style, viele Leute von uns mögen den, das, was ich meine. Aber für mich war das geil gedacht, aber nicht so umgesetzt wie ich, Rai oder so von. Sorry, Chat, von meine Blit Tochter hat kennen, gewusst, was, ja? Ich habe hier unter dem Punkt, was wurde schlecht gemacht. Das war irgendwie ein falsches Zusammenspiel von allem. Es hat sich irgendwie alles gebissen so. Ich mag ihn sehr, so, gefeiert, so ein charismatischer Typ. Allgemein, wenn man ihn sieht, der hat ganz, ganz eigenen Charakter. Aber ob du jetzt den Beat nimmst, den Autotune-Einsatz, egal was du nimmst, den Vibe, es beißt sich irgendwo irgendwie so. Und ich kenne andere Songs von ihm, wo er weitaus stärker abschneidet. Ja, das war alles so ein bisschen chaotisch, leider. Aber trotzdem, ey, du bist super charismatisch. Mach weiter, mein wunderschöner Bruder.
das ist so, was ich dazu zu sagen habe. Harmoniert nicht so richtig, gell? Ja, ich habe ihn ja letzte Runde nicht mitbekommen, leider, weil dann hätte ich vielleicht auch ein anderes Bild von ihm gehabt. Aber AAJ, ich finde, du bist fresh so, Performance war cool, aber ich gebe den anderen beiden Jungs auch schon wieder recht. Ich finde vor allen Dingen, guck mal, ich habe mir so aufgeschrieben, die Hook als ein Tipp so, die Hook hätte bei diesem Song, finde ich, ein anderer Text sein sollen als die Pre-Hook, weil das einfach zu wiederholen ist wieder so. Wie jung du da aussiehst? Bruder, das ist vor einer Woche, ja? So, ja, das haben wir schon gehört, es war nicht stark genug, um das zu wiederholen, weißt du, ich meine. Und was ich persönlich nicht so mag, ist, wenn man die Betonungen nicht konventionell benutzt. Zum Beispiel bei dem Wort verloren sagst du verloren. Also, hab mich verloren, Nimba, und nicht, ich hab mich verloren, Nimba. Und das fände ich schon viel melodischer und viel ästhetischer, so, weißt du? Also als Beispiel. Aber ja, an sich. So, ja. Aber Bro, bitte, nimm das nicht übel, ja? Aber. Okay, ja. Nächster Kandidat. Also, ich kann mich da nur anschließen. Die Jungs haben das sehr, sehr beste gut. Beste Entscheidung, Abaya geholt zu haben. Bruder, ich sag dir ehrlich, ja. Aber in dieser Folge, ich war eine ganz andere Meinung als er. Und das werdet ihr noch sehen. Schon zusammengefasst, die sitzen nicht umsonst hier in der Jury. Für mich war das auch nicht genug. Wir haben dich beim letzten Mal gehört. Die Jury urteilt ein bisschen zu lange, das ist bewusst so. Das haben wir uns bewusst dazu entschieden. Eigentlich die Bewertung ist noch länger. Also wir haben schon ein bisschen was gecuttet, gerade gegen Ende. Wir cutten immer so ein bisschen. Aber weil in der ersten Runde sind wir nicht ausführlich auf jeden einzelnen Kandidaten eingegangen. Und jetzt bei einer Runde, wo 44 Leute 20 gehen, da muss man schon ein bisschen ausführlicher auf jeden Einzelnen eingehen. So, das waren Welten. Ja, vielleicht war es einfach der falsche Song. Ich hoffe, wir sehen dich beim nächsten Mal nochmal bei Rap La Rue. Ey, aber Spaß beiseite, warum trägst du eigentlich immer Brille? Scheint so, oder? Bruder, warum ich meine Brille trage? Ich habe diese Szene gesehen, gell? Cousin. Alter, das... Boah, guckt euch mal die Szene. Persönlich. Kann ich euch vertrauen, Jungs? Mhm. Ja, Bruder, das ist doch heiße Stimmung hier. Guck mal, also, wir sind hier, wie schwitzt der Junge, Alter. Scheißausbrüche. Okay, ich erzähl euch. Also, als ich ca. 13 wurde, bin ich damals mit dem Fahrrad gefahren und eine Pfütze gefallen. Und seitdem ist meine Stimme etwas anders gewesen. War die Pfütze groß? Ja, es war so wie so ein Freibad. Ich bin gleich da, ich muss kurz den Hustensaft. Ja, es ging. Also meine Klamotten waren noch trocken, aber auf jeden Fall habe ich dann eine wackelige Stimme gehabt. Und es kam ein Mann zu mir, er sagte zu mir, schau mal, du wiegst 500 Kilo. Du isst mindestens 7 Döner, wenn du aufstehst. Der so, deine Stimme darf nicht so sein. Der so, ich habe was für dich. Und ich fragte ihn, was? Und er sagte, diese Brille. Denn wenn ich diese Brille abziehe, habe ich eine ganz andere Stimme, Leute. Versteht ihr, wie ich meine? Alter. Und deswegen hat er mir die Brille gegeben, um dann ein männlicheres Erscheinungsbild wieder zieh zu geben. Zieh wieder an, Bruder. Alles gut. Zieh wieder an. Ich finde das auch ein bisschen ganz gut. Ey, was ist los, Alter? Ja. Lala, Mickey Mouse. Und deswegen habe ich diese Brille für die Zuschauer, für euch. Erzählt es euren Freunden, warum ich diese Brille trage, denn diese Brille hat einen ganz großen Wert. Danke, Bruder. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr Bruder. Gerne. Vielen Dank. Danke für das Vertrauen, gell? Vielen Dank. Sehr gerne. Das wollte ich auch gerade sagen. Brüderlich, hast du gerade erzählt. Aber das ist mit mir irgendwie auch so. Wenn ich die Brille aufsetze, dann werde ich auf einmal plötzlich ganz schön tief. Ja. Ich sag, uns verbindet das. Das passiert manchmal, Bruder. Aha, aha. Ozak ist der Nächste. Super, Ozak. Auf geht's, Junge. Was mit Ozak will ich miterleben? Bruder, guck mich an, ich bin ein Motherfucker, der auf jeder Hochzeit tanzt, wenn er will. Lohmann und Auslex sind Troublemaker, machen Bud Spencer Film auf Abtempo Drill. An Abion, nach paar Saisons spiel ich Stadion. Passt nicht ins Bild, denn ich mache Songs, die den Achis in Knastzelle hält und die Tanzfläche füllt. Das ist Auslex mit Gumbro, du weißt Bescheid. Rap nach Real, kein Icon. Hype kommt 1+1, ihr seid live dabei. Schalle, Schana, Dom, Postlan, Mars. Schei im Glas, und Baklava. Kommissar vom BKA. Frag nach Namen, doch sie hat keinen Plan, denn was sie mag, der Mann mit Bartos, schaff schon da. Was sie mag, der Mann mit Bartos, schaff schon da. Papa, was sie mag, der Mann mit Bartos, schaff schon da. Oder hör seine Stimme hoch, Papa. Mitternacht und ich werd wach. Denn die haben just kloppen an. Sag ihr, ich verlass das Land. Kratz die Kurve, drück aus Gas. Ich brauch kein Freund oder Helfer, ich trag nen
Bestellungen. Der Lieferant überquert den Volvo, den Grenzübergang. So viel Hackmack seit dem letzten Release. Null echte Musik, voll ChatGPT. 5-5 bleibt meine Herkunft. Du machst Reisen im Fernbus. Steig in den Airbus mit der Mannschaft, wir sind stark. Lama, Mini Kassa ist du Kassa, noch mehr Lama. Auf der Yamaha Vollspeed, weil die Jammer verfolgt mir und die Stimme im Kopf sagt: Ciao, ciao. Charles Adam, Baslan Mars. Chai im Glas mit Baklava. SDK macht Katzi, ja, doch ich bin nicht da, weil sie hat gewandt, denn was sie mag, ist der Mann mit Datos, ja, schon da. Toxic! Mitternacht und ich werd wach, denn die haben just Kopf in Hand. Sag ihr, ich verlass das Land. Kratz die Kurve, drück Ausgang. Was sie magst, der Mann mit Bart aus Schuschumbar. Was sie magst, der Mann mit Bart aus Schuschumbar. Was sie magst, der Mann mit Bart aus Schuschumbar. Was sie magst, der Mann mit Bart aus Schuschumbar. So, zu Ozark muss ich auf jeden Fall sagen, ich kann gar nicht so viel sagen, Alter. Der hat seinen eigenen Stil. Er hat mich überrascht. Es war gut, es war geil so. Wann kommt Auflösung? Boah, Chat, diese Folge, gell. Also, ich sag euch, jeder hatte eine andere Meinung. Nein, nicht jeder. Nicht jeder, nicht jeder. Es ist sehr, sehr, sehr schwer. Sehr, sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, Alter. Irgendwas. Ich kann gar nicht viel zu dem sagen. So. Mir hat's gefallen, so. Was ganz Eigenes. Mhm. Also. Aber ich frage mich gerade, war nicht Ozark der die Parts beim letzten Mal so gesplittet hat? Drei verschiedene okay. Parts, drei verschiedene Styles gewappt. Also ja. Das hat er auch schon aufgeschrieben. Der hat doch sehr viel geswitcht, hat gesagt, ah, okay. Ja, okay. Weil das ist das. Weil der zeigt jetzt, er hat viele Facetten, der. Der ist sehr interessant, deswegen kann ich gar nicht so viel sagen. Ja, damals genau. War es, wo wir gesagt haben, oh. Aber damals da war es aber nicht ein richtig großer Unterschied. Der genau. Hat auf drei verschiedene Beats gerappt. Ja. Und heute genau. Geht es ja so in eine Richtung so. Er ist krass, Bruder. Meiner Meinung nach sehr, sehr krass. Ich habe auch aufgeschrieben, so drei Styles, Fragezeichen. Ne? Weil der hat da so Drill, Drill-Club und noch einen anderen Style, so diesen Uptempo. Was ich gar nicht so schlecht fand. So, ich fand es irgendwie geil, es hat gut zusammengepasst. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das für einige vielleicht zu anstrengend ist oder zu anspruchsvoll, eher gesagt, so musikalisch gesehen. Aber ich habe es gefeiert, sehr erfrischend, eigener Style. Hat mich so ein bisschen, also er gibt mir das Gefühl wie Apache, bevor Apache groß war. Also bei mir, ich muss mich da anschließen, ich habe mega vielseitig, Volumen in der Stimme. Erstmal, es hat mich so geschickt. Ich habe mir gedacht, hey, geht's jetzt in die Elektro-Richtung oder wie? Weil der Beat so leichte Elektro-Touch hatte. Aber das war ein cooles Zusammenspiel so. Aber eine Sache habe ich vergessen, die wollte ich auch eigentlich noch sagen. Bruder, was er macht, also in welche Richtung der geht, ist schon ein eigener Style, Bruder. Es gibt, also er macht jetzt nicht den Afro-Trap, was jeder macht, oder ist schon so eine eigene Richtung. Ist schon interessant. Ist jetzt kein wow, geisteskrank, aber ist schon interessant, weil es geht in eine eigene Richtung. Ich habe auch ein ganz, ganz großes Minus auf meiner Liste. Und das ist die Performance. Also die Performance war jetzt. Also es ist so ein krasser Song. Hätte er jetzt noch so performt wie Ilo, dann wäre so, ja, hab ich mir gedacht, crazy. Baba, weißt du, weil der gibt viel Energie in dem Song. Also so, ja. Aber vielleicht ist das. Also ich fand's halt geil, dass die Performance komplett konträr dem gegenüber stand. Ah, so, geil. Weißt du? Okay, gut. Guter Punkt. Weil vielleicht wäre das zu viel gewesen, stimmt. Wenn er dann voll abgeht und stimmt, tanzt, weißt du? Er macht es damit so ein bisschen mysteriös, so ein bisschen so auf Don-mäßig. Das muss man sagen, das ist ein sehr guter Spagat, den du machst und ich würde den auf jeden Fall weitermachen. Das macht auch deinen Charakter einfach in dieser ganzen Szene sehr, also sehr, also wenn jemand wie CEO oder sowas schafft, einen Witz einfach in seinem Sach reinzubringen, das nimmt auch von dem Aggressiven oder von dem, was beängstigend ist, es nimmt einfach den Wind von den Flügeln. Du kannst viel mehr machen, du kannst auch künstlerisch und persönlich viel weitergehen. Ja, genau, du bist viel breit gefächerter. Gesangsstimme, geisteskrank. Ja. Da war irgendwann in der Mitte ein Part, da gefeiert, hat angefangen ja? zu singen. Da war so, wow, ja, mit Volumen. Du spielst auf einem sehr hohen Level. Ich sehe das, ich begreife das. Respekt dafür, Bruder. Aber man kann schon fast sagen, vielleicht bist du für das Ohr der Masse ein bisschen zu verkopft in der Sache. Und nimm ein bisschen Gas raus, vielleicht. Das kann weiterbringen. Okay, der nächste Künstler ist Jerome Bandoboy. Auf geht's, Cousin. Okay, nächster Künstler, Dreddies. Ey!
Digga. So schwer, Digga. Alles. Sie fragen, wofür bist du hier? Ich sag für alles. Ich trag ein Messer und am Pulli ein langes. Jetzt stehst du vor mir, komm und zeig mir, wer ein Mann ist. Du wirst ein Kassi, ich schwör auf alles. Sie fragen, wofür bist du hier? Ich sag für alles. Abstimmung. Ich trag ein Messer und Jerome Boateng, ein langes. Jetzt bist du vor mir, komm und zeig mir, wer ein Mann ist. Du wirst ein Kassi, ich schwör auf alles. Die Kohle ist weg, die Nerven sind blank, das Ende ist nah, ich stehe am Rand. Ich bleibe für immer gefangen. Ich bin am Ende, doch tu, was ich kann. Der Engel besucht mich in meinem Verstand. Ich spüre die Wärme, er gibt mir die Hand. Ich schlage sie weg. Wo ist mein Dank? Wo ist der Respekt? Ich bin verdammt. Ich fühle einen Stich in der Brust. Ich wünschte, es wäre ein Kuss. Der Himmel wird klein, meine Augen schließen sich. Ich will es nicht, doch ich muss. Wie gern wäre ich Kind und wild mit bunter Tüte im Sommer. Noch spät um den Block schlendern oder rein in die Bahn Richtung Steintor. Mit Dadaschan smoken wie Jibbys vor Jobcenter. Und immer wenn es dunkel wird, werde ich wieder wach. Weil der kleine Junge denkt, seine Eltern haben Krach. Oder weil er denkt, dass er irgendwas verpasst. Ich bin gefickt, mein Kopf ist matsch. THC in Double Cups, ich kassiere doppelt ab. Heute wird kein Stopp gemacht. Ja, ich nehme mir alles. Sie kennst du andere Lieder? Ja, natürlich kenne ich auch nicht. Bruder, das sind meine Künstler. Ich kenne ihn. Aber ich muss das hier bewerten. Weißt du? Fragen, wofür bist du hier? Ich sag für alles. Ich trag ein Messer und am Pulli ein langes. Jetzt stehst du vor mir, komm und zeig mir, wer ein Mann ist. Du wirst halt Kassi. Ich will auf alles. Sie fragen, wofür bist du? Hingehört, davon ich trag ein Messer und ein Pulli, ein langes. Jetzt bist du vor mir, komm und zeig mir, wer ein Mann ist. Du willst ein Kassi, ich schwör auf alles. Ich drück die Pump auf deinen Bauch und mach deinen Körper zu nem Donut. Ich find keinen Schlaf bei Nacht und ich hör jeden Mitbewohner. Außer von dem Gegenüber, nichts gesehen, schon seit nem Monat. Vielleicht war es Corona, ich tendiere mehr zu Coca. Du hast noch was offen, das finde ich schade. Du hast dich verstecken, jetzt machst du dich gerade. Laufe zum Kiosk und kauf mir ne Bade. Die Sonne geht unter, ich werf mich in Schale. Ich will keine Kiste, ich will ne Plantage. Will ein Tesla in meiner Garage. Zu viel Gewichte, die ich mit mir trage. Flieg auf Asphalt aus der 9. Etage. Ich hör auf alles. Sie fragen, was sagt ihr? Bist du hier? Ich sag für alles. Ich trag ein Messer und ein Pulli, ein langes. Was sagt ihr, Dreddys? Top 25, ja oder nein? Jetzt bist du vor mir, komm und zeig mir, wer ein Mann ist. Du willst ein Kassi, ich schwör auf alles. Für mich, ich kann dir nur sagen, der Beste bis jetzt, schreibt einer, okay. Es war ein bisschen zu simpel, der ganze Song. Und hat auch nicht wirklich ein Highlight gehabt. Wenn ich ein Highlight deinem Song zuschreiben müsste, würde ich sagen, es war dann doch die Hook. Aber die Parts wurden irgendwann so, habe ich mir gedacht, ey Bro, bisschen mehr in die Lyrik stecken, ein bisschen mehr, dass sich der Aufbau einfach cooler anhört, so, die Struktur einfach ein bisschen cooler ist. Vielleicht auch mal nach 4 Bars komplett den Flow switchen. Und ja. Musikalisch gesehen vom Track her, für mich ist es ein bisschen zu stressig. Einfach dieses Abtempo und die, weißt du, was ich meine? Hook war für mich auch das Highlight. Hook war in dem Fall auch für mich das Highlight. Aber wenn ich ihn jetzt mit anderen vergleiche, ist schwer, Bruder, ja. Ist er eher in der mittleren Kategorie für mich persönlich. Schwer. Jerome ist schon, ich glaube, der ist schon auf einem Begriff. Man kennt ihn schon, ja. Klar. Er hat schon ein paar Songs auch. Safe, ein guter Künstler. Ich glaube, der hat 11.000 Follower oder so sogar. War jetzt nicht so das, was ich jetzt erwartet habe, von Jerome zu hören. Ja, wir werden sehen. Ich muss auch ehrlich sagen, so manchmal. Manchmal war es halt zu simpel, so, okay, ich hänge den Reim noch dran und den Reim und den Satz noch dran, einfach weil es sich reimt, aber dann, bla, bla, so, was hast du damit ausgesagt, so, nicht viel, weißt du, und das hat mich auch ein bisschen gestört, aber so Sätze sind eigentlich auf so einem brutalen, so Paschern im Beat. Guck mal, einer, Chat, das ist ehrlich geisteskrank. Einer schreibt, Sammy, kann es sein, dass Avi Mohams ist, weil er sich für sein früheres Ich schämt, hat er Maske. Walla, es gab einen Typen, ich weiß aber nicht wo. Entweder TikTok oder YouTube, ich weiß nicht wo. Der kommentiert, ich habe eine Theorie. Mohams ist Avi, nur mit Maske und er verstellt seine Stimme ein bisschen. Bruder, als ich das gelesen habe, gell? Bruder. Ich habe an nichts mehr geglaubt, Cousin. Bruder, ich habe an nichts mehr geglaubt, Cousin.
Beat, den Shababs Bottom Beat, auf sowas kommt das halt fresh, weißt du, ich meine? Deswegen, er ist eigentlich... Weißt du, wie AV aussieht? Natürlich. Fresh, aber das überrascht mich halt so. Diese Runde finde ich das nicht so stark. Guck mal, wir sind nicht ohne einen Grund hier drinnen. Ja. Verstehst du? Ja. Verstehst du, Bruder? Ja. Wir haben alle gutes Feedback bekommen. Ja. Bruder, das ist doch normal, Bruder. Okay, gutes Feedback hat... Ja! Ah, warte mal, bei dir war ja... Ich wurde kurz durchlöchert auf jeden Fall. Stimmt. Santa Safia, Dankeschön für 12 Monate. Aber warte mal. Ich finde auch, mein Song war solide, der war stark. Stopp. Du hast ja schlechtes Feedback bekommen, ne? Du widerlegst das aber jetzt in der zweiten Runde, oder nicht? Absolut, ja. Ja. Tatsächlich. In der zweiten Runde. Ja! So ist es, Junge! Auf geht's! So, nächster Kandidat! Der nächste heute ist Amen! Amen! Auf geht's, Tunzi! Dash. Wir kommen von nix. Scheiße, der Kühlschrank war leer, Mama hatte nur mich. Wir kommen von nix. Scheiße, der Kühlschrank war leer, Mama hatte nur mich. Unsere Miete zahlt sie sich schwer, Mama, Walla für dich. Ich wein deine Tränen, Mama. Ich sehne mich nach deinen Segen, Mama. Du warnst mich vor diesen Jungs in der Einfahrt, doch du musst wissen, ich war denen so nah. Scheitern spielt Pässe frontal, sein Jemand wurde krank, nein, er hatte keine Wahl. Immer nur mit ihnen, langsam wird's normal. Jede Nacht in der Stadt kommt gar nicht mehr klar. Fast immer kein Licht und Strom. Glaub mir, Mann, wir waren so broke. Griff dann zu Cannabinol, ich wusste, wir waren in Nord. Amen, was geht ab, was geht ab? Also erstmal muss ich habe hier dick aufgeschrieben, musikalisch auszuzeichnen. Also du bist, hört man auf jeden Fall, du bist sehr, sehr musikalisch. Ich fand auch, dass du gutes Storytelling machst, aber weil das aber auch nicht so wichtig ist, dann, wenn man gutes Storytelling macht, ist Lyrik und perfekte Reim ist meistens nicht so wichtig. Aber mir ist halt zum Beispiel ein Satz aufgefallen, weil der zu einfach war. Das war dieses nicht normal auf, ich komme nicht klar. Das finde ich so, das zu Kindergarten. Wie findet ihr Amen Dreddies? Also wenn wir von gemachten Rappern reden, die Deals haben und so, Künstler, die es hauptberuflich machen, finde ich, so ein Satz sollte gar nicht vorkommen. So, weißt du, was ich meine? Ansonsten Fresh Bro. Ja, es ist richtig modern so, ja. Der Song sagt auch viel mehr, wenn wir jetzt auf die Lyrik eingehen. Natürlich hast du da, jetzt wenn wir nur den Reimfaktor betrachten, der ist immer ausbaufähiger so, ja. Aber du hast mit deinen Lines viel mehr gesagt, als du diese Sache erzählt hast, wie vor dem Hauseingang und so. Ich hab mich selber in dieser Situation gesehen, damals, als ich auf der Straße mit meinen Jungs war. Wir haben Joints da geraucht und so, weißt du?
du erzählst Geschichten aus der Hut und das hat mich getoucht, hat mich berührt. Darum dicke Props von mir. Das ist geil, Bruder, wallah, ich glaube jedes Wort, die Geschichte, die du mit deiner Mama erzählt hast, ich habe nicht ganz verstanden. Ich hoffe, es ist gut ausgegangen. Das wird sehr problematisch, Freddy. Es wird sehr problematisch. Da hast auch direkt mein Herz getroffen. Ich habe mich direkt wiedergesehen in manchen Situationen. Das mit bis jetzt wäre es für euch weiter. Jeder hat seine eigene Geschichte. Zwei Leute. Zu diesem Ding finde ich sehr geil. Ich kaufe jedes Wort ab. Er sieht zum Beispiel genauso aus. Ich kaufe ihm das ab. Das ist das, was ich gemeint habe. Es passt genauso. Sehr schöne Kunst. Natürlich kann man bessere Reime machen, kann jeder von uns, kann jeder, verstehst du, was ich meine? Das ist einfach eine Übungssache und eine Zeitsache, das heißt, da wage ich mich gar nicht mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen oder so, ich muss immer nach mir selber auch gucken, aber sehr viel Potenzial, hat mir sehr gefallen, bis jetzt mein Favorite, ey, wallah, und das ist ohne Vetternwirtschaft, meine Freunde, wirklich, das ist wirklich eine wahre, ohne Vetternwirtschaft, das ist die Wahrheit. Ja, man, Eamon, ich will dir auf jeden Fall auch Mut machen, was die Lyrics angeht. Ist natürlich eine Sache der Zeit, ja, dass man lernt, sich besser auszudrücken. Man hat ja nur eine gewisse Zeit in der Musik quasi Bilder zu malen, etwas zu erzählen. Und ich finde, du hast die Zeit gut genutzt. Du hast wirklich dem Beat komplett das gegeben, was er braucht. Du hast nicht gegen den Beat gearbeitet. Ihr habt zusammen harmoniert. Es hat mich abgeholt. Ich habe komplett deine Sprache verstanden. Die Emotionen sind rübergekommen. Performance nice. Also für mich bist du wirklich ein upcoming Act, so. Also, du musst einfach dranbleiben und verlier den Hunger nicht. Okay, letzter Kandidat, Adrelis. Dann die Entscheidung, Adrelis. Jo, ich mag Jungs, Männer sind cool, aber Männer sind einfach, das sind zwei verschiedene Lebewesen. Wir reden oft aneinander vorbei, ist einfach so. Aber die Männer hier bei Rap La Rue sind alle gut. Alles ja, die alle haben es gut behandelt. Wie findet ihr Jungs? Ja, die Jungs sind ehrlich alle cool. Der nächste Kandidat für heute ist Pada. Auf geht's, Bruder. Auf geht's, Pada, Cousin. Kimbo B. Sag mir Oma, Oma. Sag mir Oma, Oma. Oma, wie? Sag mir, wie? Sollen wir es schaffen, wenn sie hoffen, dass sie fallen? Ich bin zu kurz, sag Oma, wie? Fall auf die Knie. So viele Fragen sind noch offen, die Gemüter sind am Kochen. Oma, wie? Wie? Unsere Herzen sind gebrochen, haben zu früh den süßen Duft der Welt gerochen. Oma, wie? Wie? Ich hab es dir versprochen, doch wie oft hab ich mein Wort wieder gebrochen? Oma, wie? Auf der Straße wird geschossen, viel zu oft haben wir da draußen Blut vergossen. Oma, wie? Sag mir, Oma, wie? Guck mal jetzt seine Hook, Walla, guck mal seine Hook. Und seid mal ehrlich, es könnte ein Trailer sein für eine Netflix-Serie. Sag mir, Oma, wie? Wie oft verlieren wir uns noch für den Krieg am Block? Mavi, sag mir, Oma, wie? Oma, wie? So viele Krisen im Kopf. Treibe jede Nacht, doch wenn ich Panik hab. Aus meinem Herz wird ein Betonstein. Das ist der Grund, warum ich Songs schreib. Dicker, ich krieg gar nichts ab. Ich mach das für mein Viertel, für die Kids. Mavi, nein, ich mach das hier nicht nur für mich. Du sagst Eamon und Pada? Nein, sag ich nicht, Bruder. Sag ich nicht. Ich hab meinen Traum damals nicht wahrgemacht und alte Freunde schniffen euch. Soll ich euch sagen, was ich gesagt hab? Also ist ja kein Spoiler der Entscheidung. Soll ich euch sagen, was ich gesagt hab? Ich hab ganz klar gesagt. Nein, ja? Also ist ja kein Spoiler, ist nur was ich gesagt habe. Weil die Meinung, die ich hatte, hatte kein anderer. Heute Nagellack sind high. Ich mach das nicht für Vater. Ich mach das nicht für Hype. Baller wie ne Kalasch. Endlich kann ich sagen, ich bin frei. Was für Euros oder Dallas. Alle sagen, es wird Zeit. Doch ich hab nie drauf gewartet, dass mich irgendjemand sein. Ich sag gleich, Jim. Sag mir, Oma, wie? Wie oft verlieren wir uns noch für den Krieg am Block? Oma, wie? Sag mir, Oma, wie? Oma, wie? So viele Krisen im Kopf, warum liebst du mich noch? Oma, wie? Sag mir, Oma, wie? Sammy hat bestimmt Ozak und Pada genommen. Nein, auch nicht, Bruder.
Prada, Bruderherz, du weißt, wir lieben deine Stimme. Ich bin ein Fan von deiner Stimme, Prada. Ich komm gleich, chillt, Reddys, chillt. Ich finde, du könntest noch viel mehr Stimme zeigen, ja, noch viel mutiger rangehen, Bruder. Oh, Mavi! Weißt du, Bruder, gib uns diese Emotionen, Bruder, gib uns diese Energie, dass wir wirklich fühlen. Ich finde, lyrisch gesehen, Bruder, der erste Part war wirklich, also du hast, glaube ich, den ganzen ersten Part auf Kochen und Wochen gestochen, gebrochen. Gereimt war sehr simpel. Letztendlich, deine Stimme doch, macht das Ganze aus. Geduld, also, Sabr! Zeig mehr Stimme, Bruder. Das ist das, was ich auf. Prada, hast du zu 100%? Nö. Auf jeden Fall vermisse. Für mich, du weißt, ich feier dich. Ich feier, was du machst. Aber ich brauch mehr deine Stimme, Bruder. Ja, wenn es sein muss, müssen wir ins Studio gehen. Und ich muss die Scheiße rausholen, Bruder. Ja, gib Gas. Geil, geil, geil. Also, ich feier Prada. Ich feier Prada ehrlich. Für mich in dem Song, weil jetzt kommt auch meine Bewertung, der Song ist super. Ich könnte mir den als Netflix-Outro-Intro vorstellen. Für mich waren es aber zu viele Wiederholungen. Der ganze Song war praktisch nur Oma wie, Oma wie, Oma wie, Oma wie. Die Rap-Parts waren jetzt nicht die stärksten, sage ich mal. Aber die Hook hat den Song getragen, so. Weißt du? Prada ist cool. Ja. Und wen ich aber am Ende nehme, das seht ihr dann. Genau so, ja. Ich kann direkt weitermachen. Also, ich muss erstmal ganz großes Lob aussprechen. Das ist der älteste Kandidat, den wir bei Rap LaRue haben. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. 36, 35. Also, der. Ja, hat sich sehr jung. Genau. Safe, 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 safe. Was mir richtig positiv aufgefallen ist, ich habe versucht, was rauszuhören, was nicht vielleicht jeder von uns sagen würde. Deine Backings sind super, sind on point gewesen, du hast die gut eingesetzt, die Hook hat getragen, ich habe mir das direkt vorgestellt, könnte eine Intro-Hook sein für eine Netflix-Serie, so. Die Rap-Parts, die kommen nicht ganz an die Hook ran, so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Hook trägt den Song so, vielleicht auch beabsichtigt, ja, aber man merkt, man hört raus, dass du dich schon seit Jahren mit Musik beschäftigst. Ja. Und dass du weißt, was du da machst, dass dein Job ist, so, weißt du? Ja, Bruder, also ich gebe dir auf jeden Fall recht mit allem, bis auf das, also ich finde die Rap-Parts fand ich mega stabil für diesen Song, weißt du, ich fand, das hat es gut ergänzt, so, also die, und das war ein guter Kontrast, so mal so kurz mal Rap zu hören und sowas, weißt du? Ich hatte ein anderes Problem, und zwar, so, ich habe den Song am Anfang gehört und dachte, die Hook ist schon da, weil du sagst so oft Oma wie und ich dachte, boah, der sagt aber oft Oma wie. Und dann kam es die Hook und dann nochmal Oma wie und dann dachte ich so, okay, Bruder, du hast jetzt die Hälfte vom Song hast fast in jedem Satz Oma wie gesagt. Chill mal kurz, weißt du? Ich schreibe sogar noch Wiederholung zu oft. Ja, Bruder, ja. Weil das macht den Song ein bisschen kaputt, wenn man ein Wort zu oft sagt. Folge 7 sind nur 3 Kandidaten, weil ein Kandidat ist leider abgesprungen, Adredis. Folge 7 sind Hafid, Suat und Avi. Ja. Vor allen Dingen, weil, wie du schon sagst, so nicht das unverbrauchste Wort ist, weißt du, was ich meine. Aber Genesis, so, ich habe trotzdem aufgeschrieben, Bruder, geiler Künstler, geile Stimme und geile Melodien. Und es ist sehr frisch irgendwie. Ich will mehr von dir hören, so auf jeden Fall, Bruder. Okay, Entscheidung, Jenny. Boah, Digga. Zwei Leute kommen weiter. Ja, zwei Leute kommen weiter, aber für mich ist nicht klar. Für mich ist das super klar. Er sagt, für mich ist super klar. Ich denke mir, okay, tamam, Bruder. Dann sag mal jetzt so, weißt du? Echt? Ja, das schon. Okay, warte, wir machen den ersten. Ja, wer ist für dich der Erste? Der Erste ist Osak. Osak? Bin ich dabei. Bei Gott, ich bin mit dir. Ja? Bei Gott, ich bin mit dir. Okay, korrekt. Safe. Okay. Und der Zweite? Aber, ja, pass auf, der Zweite... Ich, also dafür werdet ihr mich auf jeden Fall hassen. aber der Zweite ist... Bruder, du hast Osak rausgeholt, Bruder? Ich sehe auch richtig großes Potenzial im Prada. Ich fand Eamon auch nicht stark genug für diese Runde. Würde ich mich für Eamon und... Boah, krass. Da bin ich nicht mit dir, Bruder. Da bin ich nicht mit dir, Bruder, ja? Ja? Da war unterschiedliche Meinung, Jadis, jetzt. Da war jetzt ganz unterschiedliche Meinung, Dreddys. Und... Boah, krass. Da bin ich nicht mit dir, Bruder, ja?
Doch. Soll ich sagen, wen ich genommen habe, Dreddies? Soll ich sagen oder nicht? Nur wen ich genommen habe. Voila, das hat nichts mit Ergebnisleaken zu tun oder nicht, Dreddies. Weil ich sag euch, keiner hatte das gleiche Vote wie ich. Kein einziger. Ich hab mich für Ozak und Eamon entschieden. So. Ich hab mich für Ozak und Eamon entschieden. Das war meine Meinung, die an diesem Tag die besten waren, Bruder. Mit, also die Songs. Die Songs an dem Tag waren für mich die besten. Ozak und Eamon. Das war meine Meinung, Adredis. So. Was die anderen Jurykandidaten gemacht haben, werdet ihr nächste am Donnerstag sehen. Oder? Donnerstag ist das. Ja, Donnerstag werdet ihr es sehen. Pada war auch krass. Man muss immer bedenken, wir haben ja noch 5 Joker. Und wir vergeben die Jokers erst am Ende der Serie, also am Ende der Folge. Und es gibt nur noch 4 Folgen. Dann ist die Runde 2 vorbei. Das heißt, noch 2 Wochen, dann ist die Runde 2 vorbei. Ja. So. Es gibt noch einige nicht so starke Kandidaten. Mal gucken, Drillis. So. Ist gar nicht mehr viel. Nein, Brahim. Schon 2 Wochen, dann ist durch. So, ja. Es gibt 5 Stück. So, und ich hab Ding. Und in dieser Folge war es echt knapp, Drillis. Sag ich euch, wie es ist. Und Pada ist sehr talentiert. Aber ich hab mich für Ozak und Eamon entschieden. Ich habe schon einen Joker geleakt, weißt du? Dann reicht auch.